für Grün-Weiß Schwerin zum 19:10. Und 7 Meter für Grün-Weiß Schwerin und 2 Minuten Strafe. Gegen die TSG Wismar. Und beginnt hier nicht mit Gelb, weil die Spielerin hatte schon Gelb. Dann natürlich 2 Minuten. Und auch der 7 Meter ist sicher drin. Marina Froth. Ihr vierter Treffer, 20:10. Und sieht man im Gegensatz zur ersten Halbzeit. Die C-Jugend von Grün-Weiß eben mit Manndeckung. Jetzt gibt es aber auch die 2 Minuten für Grün-Weiß-Schwerin. 20:10, 5 gegen 5 Feldspieler. Passives Spiel angezeigt. Jetzt müssen wir den Abschluss suchen. Sie können jetzt eigentlich nur noch stellen. Das machen sie auch. Und dann steht der Block von Schwerin und die Torhüterin mit der Hand am Ball. Ballbesitz Grün bei Schwerin. Der Ball am Posten. Ein wenig Unstimmigkeiten da zwischen den Schiedsrichtern. Waren sich unsicher wegen der Richtung. Und kurze Absprache. Problem geklärt. Ballbesitz TSG Wismar. Das war schlecht gespielt. Und jetzt der schnelle Konter. Anne-Ide mit dem zweiten Treffer. 21:10. Schnell gespielt, da greift keiner wirklich an. Maike Schuld. Treffer Nummer 7. 22:10.
Schöner Wurf oben in den Winkel, aber die Teuterin ist da. Aber gut gehalten. Schönes Kreisanspiel, klasse gehalten, aber es gibt den 7 Meter. Und der war klasse gehalten. Hat sie sich groß gemacht. Und dann den Ball unten rausgefischt. Es bleibt beim 22-10. Und Maike Schuld, Treffer Nummer 8, 23-10. Kein Freiwurf. Schnell gespielt. Hat bis mal Glück, dass sie den Ball nicht fängt. Haben sie nicht aufgepasst? Wird wieder durchgewechselt auf Schweriner Seite. Und man ist zufrieden mit der Leistung. Wurde gerade ein bisschen eng. Kriegt sie den Ball nicht gefangen. Und der Konter für Wismar läuft. Den hat sie schön ausgelaufen und klasse gehalten. Zwar klasse rausgefischt, da bietet ihr die Seite an und fischt sie dann raus. Ganz hohe Torwartkunst hier. Schlechter Winkel und das war ein schlechter Pass. Da stand die Mitspielerin gar nicht bereit. Und Anneide mit Wurfgewalt zum 24-10. Und nach dem Kreisanspiel das 7 Meter. Und die 2 Minuten Strafe. Gegen Marie Nafroth. Aber die Spielerin nervös und der Ball vorbei. 24-10. Wieder keine 3-2-1 hinten.
Dieselben, oder? Und wieder Anneide, die da hochsteigt, ihren vierten Treffer macht. 25-10. Der Schweriner Trainer beklagt es gerade, es ist keine 3-2-1-Deckung, was die Wismaraner spielen. Da gibt es ja gewisse Vorgaben. Denn das ist ein schönes Kreisanspiel in Überzahl von Wismar. 25-11. Wechselt weiter durch und der Trainer zeigt sich sehr zufrieden. Und wieder schlechter Winkel und gehalten. Aber der Ball schon wieder weg. Spielzug angezeigt. Und ein einfacher Pass hebelt da fast die gesamte Abwehr aus, auch wenn sie ihn nicht fangen kann. Und Grün-Weiß darf wieder auffüllen. Torwartwechsel auf Wismarer Seite. Dann kommt sie zu spät. Kann den Pass nicht abfangen. Der Kreis an Spiel dann aber gut aufgepasst. Und wieder eine Hand zwischen. Und Schrittfehler. Edda, wechseln! Der nächste Wechsel auf Schweriner Seite. Und zwar schönes Kreisanspiel, aber das nützt nichts, denn sie steht im Kreis, 25-11 bleibt es. Da steigt sie wieder hoch und scheitert erneut an der guten Schweriner Torhüterin. Schön am Kreis durchgesetzt. 7 Meter. Okay, Mari. Mari. Aber wir können doch noch. Na, froh beim 7 Meter. Und diesmal scheitert sie. Bleibt beim 25-11.